aus Chicago. Zwei Namen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Luke Longley auf der Center-Position und Dickie Simpkins, ihr Power-Forward. Ron Harper spielt den Aufbauspieler, wenn man das bei Chicago so nennen darf. Die haben ja eine sehr eigenwillige Aufstellung immer. Dort darf fast jeder einmal den Ball nach vorne tragen. Die Seattle Supersonics mit Coach George Karl. Drei Namen sind bekannt. Kemp, Schrempf und Payton. Frank Brickowski, der Center-Spieler, kam aus Charlotte ebenso wie Hersey Hawkins, ihr neuer Flügelspieler. Diese beiden sind besonders gut drauf in den letzten drei Spielen. Scottie Pippen und Michael Jordan. Jordan mit 36 Punkten im Schnitt. Und was interessant ist, beide Akteure spielen auch sehr viel. Man hat ja gedacht, dass Jordan möglicherweise nicht ganz so viele Minuten pro Partie agieren wird. Allerdings, da hat man sich getäuscht. Er hat viel Spaß beim Basketball. 42,7 Minuten im Schnitt. Eine gute Wurfquote von fast 50%. Und auch die Statistik von Scottie Pippen kann sich sehen lassen. Jump Ball zu einer heiß erwarteten Partie. Die beiden kommen ja nur zweimal im Jahr gegeneinander, weil sie in unterschiedlichen Conferences spielen. Chicago im Osten und Seattle im Westen. Das Rückspiel im Übrigen am 10. Januar dann in Chicago. Die erste Aktion, Luke Longley auf der Center-Position gegen Frank Brickowski. Longley mit der Nummer 13 im Trikot der Chicago Bulls, die auswärts nun nicht mehr in Rot spielen, sondern sich eine neue Farbe ausgesucht haben. Gegenüber Brickowski mit seinen ersten Punkten. Mittlerweile schon 34 Jahre alt, Frank Brickowski. Er soll dafür sorgen, dass die Supersonics mehr über den Center spielen. Das war ja bisher ihre große Schwäche und viele sagen ihr einziges Manko in einem ansonsten sehr guten Team. Fügt sich gut ein, Luke Longley. Ist standardmäßig der Starting Center bei den Chicago Bulls. Die 20 Gary Payton, der doch spielen kann. Man hat ja erst gedacht, hätte eine schwere Knöchelverletzung, aber ein großer Bluff war das von den Supersonics. Ihr Aufbauspieler ist kerngesund. Gary Payton mit der Nummer 20 bei Seattle hat überhaupt in seinen Profijahren erst einmal gefehlt, über 500 Spiele absolviert. Foulspiel von Sean Kemp gegen Scottie Pippen. Das ist Dickie Simpkins mit der 8 und Luke Longley versucht durchzustecken den Pass. Glück für die Bulls. Einwurf rot, möchte man fast sagen. Muss man sich umstellen. Einwurf dunkelblau. Die alten Trikots waren natürlich viel schöner. Da muss man sich erst dran gewöhnen, dass die Bullen auswärts nicht mehr in Rot spielen. Luke Longley wird isoliert. Soll jetzt 1 gegen 1 gehen gegen Brickowski. Erster Fehlwurf des ersten Australiers, der in der NBA zum Einsatz gekommen ist. Luke Longley. Kemp gegen Dickie Simpkins und von weit draußen Gary Payton. Wirklich ein gelungener Bluff von den Sonics. Der Knöchel sollte gebrochen sein, aber es ist nur eine leichte Verstauchung am rechten Fuß. Gary Payton kerngesund. Es ist Jordan, seine erste Aktion. Den letzten drei Spielen immer über 30 Punkte gemacht. Und bisher ist er auch der Leading Scorer, der beste Korbschütze in der NBA mit einem Schnitt von 29,9. Auf dem Weg zu seinem 8. Scoring-Titel in der NBA. Sie haben einen traumhaften Start erwischt, die Chicago Bulls. 10 Siege, eine Niederlage. So gut waren sie noch nie in der Teamgeschichte. Letzten Jahre weit weniger erfolgreich und wieder Payton von der 3-Punkte-Linie. Das ist eigentlich eine Schwäche von Gary Payton. Vor allen Dingen in dieser Saison erst 8-mal erfolgreich bei 23 Versuchen und jetzt schon 2 von 2 in diesem Spiel. Jordan. Ebenfalls ein guter Auftakt von Michael Jordan. Sehr treffsicher. Seine Wurfquote hat sich ja enorm verbessert, nachdem er in den 17 Spielen der vergangenen Saison nach seinem Comeback kaum über 40% geschossen hat. Nun, wie schon erwähnt, fast 50% seine Trefferquote. Die Bulls befinden sich ja auf einer Auswärtstournee im Westen. Das ist ihr viertes Auswärtsspiel in Folge. Sie haben alle drei Spiele vorher gewonnen. Zuletzt beim Utah Jazz. Pass von Scottie Pippen auf Dickie Simpkins, der sein zweites Profijahr spielt und der
einer von vielen Horace Grant Nachfolgern sein soll. Aber er ist es bisher noch nicht. Rakowski gegen Luke Longley. Und Kemp. Er kann ja hervorragend 1-gegen-1 gehen. Spielt eine sehr gute Saison bisher, Sean Kemp, und ist der Topscorer in seinem Team. Da steigen gleich drei Mann hoch zum Rebound. Einer ist Detlef Schrempf. Gary Payton, dem man ja immer wieder vorwirft, dass er eigentlich kein guter Point Guard ist, weil er zu sehr auf sich fixiert ist, zu sehr ein Scorer ist, wenig Sachen im Angriff für sein eigenes Team ermöglicht. Rakowski hier mit einem Offensivfoul, schon früh mit zwei Fouls belastet, der Center. Da drückt er Ron Harper zur Seite. Zwei Fouls für Rakowski. Das ist Ron Harper beim Wurf aus der Halbdistanz. Und Jordan legt nach. Die Bulls haben ja in diesem Jahr bisher erst einmal verloren. Und das war gegen Orlando Magic, gegen die sie auch in den Playoffs verloren haben im vergangenen Jahr. Sean Kemp mit einer starken Anfangsphase. Spieler, der immer 100% gibt, den man immer wieder gerne spielen sieht aufgrund seines Einsatzes. Ja, da ärgert sich Payton und die mittlerweile üblichen Diskussionen mit den Ersatzschiedsrichtern, die es ja immer noch sind, aus der CBA, weil die NBA-Referees immer noch ausgesperrt sind von den Funktionären der NBA. Keine Einigung im Gehaltsstreit. Aus der Ecke Scottie Pippen. Normalerweise ist er gar nicht so ein guter Drei-Punkte-Schütze. Aber der war doch recht lässig verwandelt von Scottie. Starker Auftakt von Chicago. 17:12 die Führung. Nicht einmal die Hälfte des ersten Viertels ist vorbei. Schrempf, bisher wenig zu sehen vom Deutschen. Und da hat er Glück, dass Sean Kemp hochsteigt. Tip-in vom Power-Forward der Sonics. Simpkins, ja, das war Doppeldribbel, aber die Schiedsrichter haben da nicht hingeschaut. Zu Recht die Buhrufe von den gut 17.000 in der Key Arena. Pippen gegen Schrempf, wieder drei Punkte. Ist da sehr selbstbewusst im ersten Viertel. Schrempf versucht da durchzustecken auf Sean Kemp und scheitert. Ballverlust, Fastbreak, Jordan und Tip-In. Die Punkte werden Dickie Simpkins gut geschrieben. Payton auf Kemp. Aber irgendwie sind die Sonics noch nicht so im Rhythmus. Sehr unkonventionell im Abschluss. Fast schon ein Verzweiflungswurf da von der Drei-Punkte-Linie von Hersey Hawkins. Ron Harper, oh, er im letzten Jahr, da hat er viel Schimpfe bekommen wegen miserabler Spiele. Sie wollten ihn eigentlich wieder abgeben. Aber nun behalten sie ihn doch bei den Chicago Bulls. Ganz starker Auftakt vom dreimaligen Champion. Payton und Schrempf sehr ruhig bisher im ersten Viertel. Gut abgeschirmt von Scottie Pippen. Und gegen zwei Spieler kann er sich da durchsetzen. Sean Kemp. Sean Kemp 26:16 die Führung für Chicago. Longley passt auf Pippen und das ist das 28:16. Wir sind gleich wieder da. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit. Eine beeindruckende Vorstellung, vor allen Dingen im ersten Viertel. Das zweite Viertel nach spielerisch nicht ganz so doll. Deswegen haben wir da nicht die meisten Szenen rausgezeigt. Aber Jordan ist wieder da.
17 Punkte bereits von Jordan aufgrund seiner starken Auftaktphase zu Beginn der Partie. Und die Bulls weiter das dominierende Team mit Steve Kerr. Ja, die von George Karl angekündigten neuen Defensivsysteme, die können sie vergessen, die Sonics, wenn ein Spieler wie Scottie Pippen so leicht punkten kann. 64-47, der Vorsprung eklatant für die Chicago Bulls. Sie werden bestimmt in der Halbzeit die Sonics umstellen in der Defense, denn so kann man die Chicago Bulls natürlich nicht in die Knie zwingen. Hersey Hawkins an der Freiwurflinie. Das ist normalerweise eine Bank bei den Freiwürfen. Hersey Hawkins. Auch diesmal trifft er beide. Kukoč beim Einwurf. Ja, und Antoni nicht aufgepasst. Das gibt nochmal 2 Punkte durch Gary Payton. So leicht kann es sein, die Chicago Bulls da auszutricksen. Fehlpass, 13 Punkte Führung und die Statistik der ersten Halbzeit zeigt ganz deutlich, wo die Vorteile bei Chicago liegen. Am Brett zum Beispiel. 20 Rebounds gegenüber 13 bei Seattle. Eine bessere Freiwurfquote. Und sehr viel mehr Assists, also auch sehr viel mehr Ideen im Angriffsspiel. Sehr viel mannschaftsdienlicher als die Sonics. Wir steigen wieder ein ins dritte Viertel. 14 Punkte der Vorsprung, 68-54 für die Chicago Bulls. Und das ist Luke Longley. Etwas ruhig geworden nach seinem furiosen Auftakt. Schon enorm der Vorsprung. 16 Punkte, kaum Stimmung in der Key Arena. Zu eindeutig die Vorteile bei den Chicago Bulls. Foul vom Rookie Jason Caffey. Oh, sein 5. schon. Man muss ja aufpassen. Beim nächsten geht's in die Kabine. Das Foul an Sean Kemp. Schlägt er auf den Arm, nicht ganz so doll zu erkennen. Jedenfalls Freiwürfe für den Rain Man, für Sean Kemp. Dickie Simpkins und Jason Caffey mit 5 Fouls. Die Sonics haben Frank Rakowski mit 3 Fouls. Der darf sich noch einiges erlauben. Jordan gegen Hersey Hawkins. Zum Doppelpunkt kommt Rakowski. Guter Pass von Jordan auf Luke Longley und er kriegt den Ball nicht rein. Gute Chance für den Australier nach dem tollen Pass von Jordan. Schrempf. Er ist ja nicht so ein Typ, der gerne mal die Verantwortung übernimmt, auch wenn es nicht so gut läuft. Aber bisher Deadman, White Magic oder einfach Detlef Schrempf. Nicht so souverän. Ja, da ärgert er sich. Ein dummes Foul von Ron Harper, aber eindeutig in den Arm gegriffen. Das wird Freiwürfe geben für Brickowski. Und von den beiden kann er einen verwandeln. Zeigen wir nicht. Freiwürfe sind eh meistens langweilig. Kukoč. Ja, da muss man immer noch auf die linke Hand gehen, sagt man. Weil das ein purer Linkshänder ist, der Kukoč. Pippen gegen Schrempf. Schönes Anspiel in die Zone, aber Pech dabei. Jordan kontrolliert nochmal den Wurf. Rebound Sean Kemp. Oh je, so viele unnötige Ballverluste bei den Sonics, die bringen sich selbst um die besten Chancen. Bringen den Ball auf die Weak Side, etwas zu langsam, also auf die ballabgewandte Seite, wo eigentlich viel mehr Platz ist. Das war auch nicht gerade das beste System, was da im Angriff gespielt wurde. Der Distanzwurf von Ron Harper und Schrempf versucht es. Also klappt es doch noch beim 32-Jährigen, beim All-Star. 11 Punkte für die Bulls. Aber jetzt viel Platz da für Kukoč. Kein guter 3-Punkte-Schütze bisher in dieser Saison. Schönes Fast-Break-Spiel.
Detlef Schrempf und Sean Kemp. Und da werden sie ja endlich mal wach, die Fans der Sonics. Freuen sich ja auch, dass sie nicht mehr so weit fahren müssen. Im letzten Jahr die Heimspiele im 60 Kilometer entfernten Tacoma Dome. Weil diese Arena hier renoviert wurde. Und wer hat das Bällchen am Ende? Hersey Hawkins ist es. Schön gespielt von Schrempf und Hersey Hawkins. Also die Aufholjagd hat begonnen. Schwache, ja fast schon eklatant schwache Wurfquote bei den Bulls in diesem Viertel. Und 9:0 Punkte in 2 Minuten 45 für die Seattle Sonics. Sie nennen sich ja offiziell nicht mehr Supersonics, sondern eigentlich nur noch Sonics, aber da fällt es schon schwer, sich umzustellen, denn manchmal spielen sie wirklich noch super. Gary Payton gegen den großen Meister, gegen Michael Jordan. Aber da lässt er ihn stehen, da kommt keiner zum Helfen, da kann Payton zum Korbleger gehen. Oder sah Michael Jordan nicht allzu gut aus? In der Defense. Schön gespielt von Payton. Und die Fußverletzung, na, das wird ihm nach dieser Partie wohl keiner mehr glauben. Zwei Mann, oh, der ist in die Falle gelaufen. Jordan wird gedoppelt. Kommt kaum noch raus. Aus dem Doppel, schlecht gepasst. Ballbesitz. Hoppla, Ballbesitz für die Seattle Sonics. Michael Jordan doch etwas überfordert da mit der Defense. Schrempf, 3 Punkte, das kann er doch eigentlich. Haben eine Zeit lang der beste 3-Punkte-Schütze der Liga in der vergangenen Saison, aber er wirft nicht mehr ganz so häufig von weit raus. Jordan, oh, da kommen sie zu viert auf ihn zugestürzt. Da wird schwierig sein, das Temperament von Sean Kemp zu zügeln. Er will gewinnen, er will noch seinen Geburtstag feiern in guter Stimmung nachher, nach dieser Partie. Ja, den Kukoč werden sie nicht anspielen gegen Kemp. Versuchen es wieder aus der Distanz, dann aber Foulspiel von Frank Brickowski. Das ist ein Globetrotter, wie er im Buche steht. Frank Brickowski hat schon überall gespielt. Frankreich, Italien, Israel, Milwaukee, San Antonio, Charlotte und jetzt ist er bei dem Verein, wo er seine Karriere begonnen hat, bei den Seattle Supersonics. Die haben ihn 84 vom College geholt. Jordan, wieder zwei Mann bei ihm. Brickowski hat die Hand dran und Longley ist es, der endlich mal wieder trifft. Nach was weiß ich wie vielen Minuten wieder mal ein Feldkorb für die Chicago Bulls. 7 sind sie vor. Judd Buschler, ein Offensivfoul, also von Sean Kemp. Buschler der Leidtragende, ein Ersatzspieler von den Chicago Bulls, der eigentlich, so sagt er, viel lieber Volleyballprofi geworden wäre. Kemp mit seinem dritten Foul. Na, Kemp war früher in vergangenen Jahren sehr viel häufiger in Foul Trouble. Mit seinen vielen Fouls hat sich doch erheblich gebessert. Rebound von Kemp, oh, der ist aber auch stark. Beide Arbeiter am Brett, sehr gut. Nicht mehr im Spielrhythmus, die Chicago Bulls. Da haben sie Glück, dass wenig weiße Sonics beim Rebound waren. Scottie Pippen. Das war Judd Buschler in der Offensive. Foul von Brickowski. Buschler hat einige sehr gute Spiele gezeigt bisher in dieser Saison. Auch Lob von Jordan. Da kommt immer was Gutes von der Bank, wenn wir gebraucht werden. 6 Punkte immerhin im Durchschnitt. Schon nicht schlecht für einen Ersatzspieler. Auch übrigens von Seattle aus dem College geholt, Judd Buschler. Und ging dann zu den Chicago Bulls. Payton.
Da merkt man schon, wie er da wuselt, wie er den Drang zum Korb hat. Will einfach immer wieder Punkte machen. Und jetzt Ballbesitz für Seattle. Scottie Pippen beschwert sich und auch Phil Jackson meldet sich zu Wort. Muss man aufpassen, denn die Referees, wie gesagt, sind schnell bei der Hand mit technischen Fouls. Und dann gibt es dann Freiwürfe. Detlef Schrempf, schöne Bewegung, aber im Abschluss das Händchen doch nicht ganz so locker. Jordan. Er will einfach nicht treffen in der zweiten Halbzeit. Aber er hat ja 17 Punkte erzielt in der ersten Hälfte. McMillan. Sean Kemp. Aber trotz alledem, die Sonics sind wieder im Spiel. Das merkt man auch in der Defense. Sehr viel engagierter, sehr viel aggressiver. Dafür sind sie eigentlich bekannt, für ihre unheimlich aggressive und taffe Defense, die es auch einen Spitznamen hat. The Glove, der Handschuh heißt es. Weil sie so an dem Gegner hängen können, weil sie so engagiert sind. Der Handschuh fügt sich an die Gegenspieler immer an. In der zweiten Halbzeit funktioniert das sehr viel besser als noch in der ersten Hälfte. Nur noch 5 Punkte Rückstand. 3 Minuten 14 noch im dritten Viertel. Und die Bulls machen nur noch fast alles verkehrt, was man falsch machen kann. 21:8 in diesem Viertel bisher. Sean Kemp gegen Scottie Pippen. Auch schwierig zu sagen, ob das ein Foulspiel war. Sehr gut verteidigt von Pippen und dann auch von Luke Longley. Ja, da ist natürlich irgendwo der Kontakt da. Aber er hat auch die Hand am Ball gehabt. Jahre wird er heute und das muss man sich mal vorstellen. Es ist schon seine 6. NBA-Saison. Die Insider wissen es, Sean Kemp. Er war nicht auf dem College. Ging mit 19 Jahren direkt in die NBA. Nur noch 3 Punkte die Führung für Chicago. Scottie Pippen. Jetzt funktioniert The Glove, der Handschuh. Und was machen sie daraus? Peyton Kemp, das Traumpaar, wenn es um Alley-Oop geht. Zum Genießen. Peyton und Kemp. Das gibt ein schönes Poster. Sean Kemp beim Alley-Oop. Sam Perkins. Oh, jetzt haben sie Selbstvertrauen. Gehen da ganz frech in die Zone, aber das lässt Jordan sich nicht gefallen. Aber der große Maestro hat auch schon 2-3 Ballverluste in diesem Viertel. Sam Perkins von der 3-Punkte-Linie. Das kann er ja. Und das mögen sie auch, wenn er so ganz lässig da, eigentlich ja als Center-Spieler, an der 3-Punkte-Linie steht und trifft. Der Ausgleich 74-74. Zeitweise der Rückstand 18 Punkte. Davon spricht jetzt keiner mehr. Die Partie völlig offen und fast wieder ein Ballverlust. Einwurf für Chicago. Solche Partien brauchen die Sonics. Ja, das haben sie vor der Saison gesagt. Wir müssen einfach sehr viel mehr unter Druck spielen, müssen uns in Playoff-Atmosphäre versetzen, denn die Seattle Sonics ja nach sehr guten Spielzeiten in den vergangenen Jahren immer wieder in der ersten Runde der Playoffs gescheitert. Jordan nach dem Fehlwurf, Ballbesitz für das Team von George Karl. 1:33 noch im dritten Viertel. Kemp, der ist jetzt richtig heiß. 2 Mann dagegen und er macht es wie Moses Malone früher, um seine Rebound-Statistik aufzubessern. Daneben legen, Rebound holen, tippen. Scottie Pippen gegen Sean Kemp. Da müssen sie jetzt aufpassen. Die haben jetzt ganz flinke Finger da in der Defense. Pippen wird allein gelassen. Aber die Bulls treffen auch nicht mehr von draußen. Gary Payton.
Klappt dann doch nicht alles. Im Übermut fast dieser 3-Punkte-Wurf. Jordan, wieder ein Fehlwurf. Und das Foulspiel. Die Sonics führen mit 2, gleich die Schlussphase. 77-75 die Führung für die Seattle Supersonics, die einen 18-Punkte-Rückstand weggemacht haben im dritten Viertel. Mit einer überragenden Leistung in der Defensive. Sie haben den dreimaligen Champion, die Chicago Bulls, vollkommen verunsichert. Das erste Lächeln von George Karl während dieses Spiels. Und er hat in der Halbzeit, wie schon vermutet war, die Experimente in der Defense abgestellt. Es wird wieder so verteidigt, wie man das gelernt hat. Aggressiv und eben den Gegner überhaupt nicht zur Entfaltung kommen lassen im Spielaufbau. Randy Brown verfehlt an der Freiwurflinie, aber Scottie Pippen wirklich mit sehr guter Reboundarbeit sorgt für die nächste Wurfchance. Alles von draußen bei den Chicago Bulls. Glücklicherweise trifft das Steve Kerr. Kaum mal Punkte aus der Zone. Der Ausgleich 77-77. Sam Perkins. Das war keine gute Wurfposition für den Center. Kukoc, schönes Anspiel, aber da funktioniert jetzt in der Defense bei den Sonics wieder alles. Da waren gleich 3 Mann zur Stelle, um Dickie Simpkins zu blocken. McMillan, von dem Magic Johnson mal gesagt hat, er arbeitet so in der Defense, wie ich es immer gerne machen wollte. Großes Lob für Nate McMillan vom großen Meister. Kukoc, 3 Punkte, aber das ist nicht sein Ding in den letzten Wochen mit den 3-Punkte-Würfen bei Kukoc. Knappe 30% ist da seine Quote. Nate McMillan, der hat eine bessere Quote, zumindest in diesem Spiel. Er nimmt sehr wenig Würfe, aber die verwandelt er dann doch recht sicher. Gute Wurfauswahl. Kukoc. Sobald ein Bulle in der Zone auftaucht, wird er gnadenlos unter Druck gesetzt. Die Punkte unter dem Korb, die will man verhindern. Steve Kerr. Und aus der Ecke Bill Wennington. Aber egal von wo sie werfen, die Bulls, sie treffen einfach nicht mehr. Inside, also in der Zone, 14 von Chicago und die sind alle aus der ersten Halbzeit. Überhaupt keine Punkte aus der Zone in der zweiten Hälfte. Das war nicht so doll in der Offense gespielt von Hersey Hawkins. Einfach in die Zone zu marschieren und irgendwie drauf zu werfen. Dafür steht es noch zu knapp. Steve Kerr. Kukoc bisher mit einer recht schwachen Partie. Guter Einsatz von Kerr. Geboren übrigens im Libanon. Kam kurz darauf in die USA. George Karl. Hätte eigentlich keiner gedacht, dass der in diesem Jahr noch Coach ist in Seattle nach den Enttäuschungen der letzten Jahre. Aber irgendwie finden sie keinen anderen auf dieser Position. Kukoc. Der MVP, der Most Valuable Player der Weltmeisterschaft 1990. Tja, und Jordan in der zweiten Halbzeit, bei allem Respekt vor dem besten Basketballer aller Zeiten, war nicht allzu viel zu sehen. Aber im Rebound immer noch dominierend, die Chicago Bulls, wenn sie auch, mein Gott, 5 von 25
in der zweiten Halbzeit geworfen haben. Schlechter geht's nimmer. Scottie Pippen, zwei Mann immer dabei. Spielen. Schrempf. Also er hat wirklich Pech. Das sind ganz schöne Szenen, die er da macht. Das sind auch die richtigen Würfe. Aber fast alles, was er heute versucht, hat irgendwie mit dem Ring zu tun. Der Ball will selten durch. Steve Kerr. Ja, und Jordan bleibt auf der Bank. Ron Harper auf der Bank. Zwei Spieler aus der ersten fünf, die schon mal nicht mitspielen. In dieser spielentscheidenden Phase. Pippen und Kukoč. Das alte Spiel, sobald sich irgendein Bulle der Zone nähert, dann wird er gedoppelt. Hier allerdings mit einem Foulspiel. Kukoč mittlerweile ja sehr beliebt in Chicago bei den Fans. In der Stadt leben auch 200.000 Menschen kroatischer Abstammung und die hat er natürlich auf seiner Seite. So, Jordan kommt, Pippen geht. Hat er seinen Punkteschnitt erreicht. Allerdings, wie schon gesagt, im letzten Jahr, da waren es noch mal 5-6 Punkte mehr im Durchschnitt bei Toni Kukoč. Sean Kemp. Und von draußen Gary Payton. Ja, die waren im ersten Viertel noch drin. Aber ein konstanter Drei-Punkte-Schütze war er eh noch nie. Steve Kerr. Kleiner Durchhänger da bei beiden Teams in der Offense. Jordan. 17 Punkte in der ersten Halbzeit. Zweite Halbzeit. 2 Punkte bisher. Vincent Askew mit dem Foul. Gilt als ganz harter Verteidiger. Vincent Askew wird deswegen auch häufig auf so gute Spieler wie Michael Jordan angesetzt. Jordan, Freiwurfschütze par excellence. Schon immer gewesen, immer so zwischen 80% und 90% von der Linie. Noch ohne Fehlwurf bisher von der Linie. Ah, die zweite Halbzeit ist einfach nicht sein Ding. Auch die Freiwürfe sitzt nicht mehr. Trotzdem mal wieder die Führung. 81-80 für Chicago. Askew. Ja, da wird Verantwortung hin und her geschoben. Mangel an Ideen. Eigentlich eine Sache, die Payton übernehmen sollte, aber der möchte lieber Punkte. Da ist er in der Zone. Schön gemacht von Payton. Der höchste Draft in der Geschichte der Sonics. Nummer 2 war er. Hat allerdings auch 2 Jahre gebraucht. Von 1990 bis 92, um den wahren Durchbruch im Team zu schaffen. Foulspiel gegen Jordan. Und der marschiert schnurstracks zur Linie. Er weiß, er darf zweimal dran. Übrigens der Vertrag von Michael Jordan hat ja so einen ganz preiswerten Vertrag, verdient offiziell ja nur 3,6 Millionen Dollar bei den Bulls. Der läuft am Ende der Saison aus. Da kann man sich vorstellen, um was dann da verhandelt wird. Seine Freiwürfe jedenfalls halten sein Team in Führung. 83-82, Gary Payton. Und Sean Kemp etwas ruhig gewesen. Nach der grandiosen Aufholjagd, nach diesen 22-4 Punkten in Folge im dritten Viertel, an denen Sean Kemp mit 10 Zählern beteiligt war. Auch das im Übrigen ein Vorwurf, der Kemp immer wieder gemacht wird in spielentscheidenden Situationen und in den Playoffs. Da versteckt er sich, wenn es dann am Ende knapp wird. Kann man in diesem Fall nicht ganz gelten lassen. Sein Korb bringt wieder die Führung.
Jordan. Immer noch recht solide da aus der Halbdistanz, der Australier Luke Longley. Rakowski, der guckt da die Drei-Punkte-Linie, will da wohl werfen. Und drei sind einer zu viel, auch für einen kräftigen Modellathleten wie Sean Kemp. Jordan. Da kommen zwei Mann, Hersey, Hawkins und Payton. Kukoc spielt sich durch. Das ist gefährlich, wenn dann das Doppel nicht richtig funktioniert. Wenn der kluge Pass aus dem Doppel kommt, dann gibt es häufig Punkte für den Gegner. Offener Schlagabtausch, sagt man dann wohl in der Reportersprache, wenn es hin und her geht. Gary Payton mit einem 3-Punkte-Wurf zum 87-87. Jordan, ganz klar, dass er jetzt die Verantwortung übernehmen will, will sich rehabilitieren für seine Vorstellung in der zweiten Halbzeit. Gibt nochmal eine Auszeit von beiden Teams. Dann kommt Detlef Schrempf wieder aufs Parkett. Ja, diese unendlichen Diskussionen, die ist man wirklich leid mit den Referees. Viel schöner ist es, einer spannenden Schlussphase zuzuschauen. Sean Kemp, auch er wird ständig gedoppelt. Rakowski, Hookshot. Das war nett. Das bringt er die Führung für die Sonics. Nochmal zur Erinnerung, die Bulls auf ihrer Auswärtstournee im Westen. Drei Spiele hintereinander gewonnen, unter anderem bei so Teams wie auch den Utah Jazz. Überhaupt erst einmal verloren in diesem Jahr. Und dann Scottie Pippen. Da läuft sie ab, die 24-Sekunden-Uhr. Ratlosigkeit beim Coach. Zwei Punkte vor. 89-87. Gary Payton gegen Jordan. Versuchen wieder Pick and Roll zu spielen, die beiden. Payton und Kemp. Rakowski von draußen. Ja, das sind, glaube ich, nicht die Angriffssysteme, die man sich wünscht als Fan der Sonics in dieser kritischen Situation, dass da ein, ich sag mal, etwas wackeliger Spieler in der Offense wie Rakowski von draußen wirft. Dickie Simpkins. Pippen, auch er mit wenigen Aktionen in der zweiten Halbzeit, eine schöne Bewegung zum Korb und wird gefoult. Pippen an die Freiwurflinie. Eigentlich ein recht solider Schütze, verwirft den ersten. Oh, Drama für Pippen. Auch der zweite geht daneben. Ist schon toll, wie diese Partie richtige Playoff-Atmosphäre gewonnen hat. Gary Payton findet die Lücke und da sind sie 4 Punkte weg, die Sonics. Kaum zu glauben nach der völlig verpennten ersten Halbzeit. Rakowski, ja, mit den Fingern ist er dran. Foulspiel. Das dürfte schon sein 6. sein. Ja, der Hallensprecher ist auch der Meinung. 6 Fouls, Rakowski muss raus. Von den Freiwürfen hat Luke Longley einen verwandelt. Das heißt, die Bulls sind bis auf 3 Punkte dran. Und da ist Detlef Schrempf zur Stelle. Oh, fast Mr. Unsichtbar im letzten Viertel. Bei dieser wichtigen Aktion, da ist er da, nach dem Fehlwurf von Sean Kemp. 5 Punkte vor. Jordan und Kukoc. Darf er nicht nochmal dribbeln, muss direkt zum Korb ziehen. Scottie Pippen macht es ihm vor. Wieder Foul an Pippen, wieder geht er an die Freiwurflinie. Das ist der Übeltäter gewesen, Nate McMillan. Aber vielleicht gar nicht mal so schlecht, den Scotty da zu faulen. Denn der ist bisher doch katastrophal in dieser Partie von der Freiwurflinie. 2 von 10 bisher hat er erst getroffen. 2 von 10.
Und das ist sein 11. Und auch der geht daneben. Eine ganz kritische Phase da. Wird schnell Auszeit gerufen, als Steve Kerr da den Ball in Händen hält. Noch einmal Anfeuerung der Zuschauer. Ballbesitz Chicago. Und das war eine herrliche Aktion. Das Anspiel auf Scottie Pippen. Die ganze Wut, der ganze Frust wurde da mit in den Korb hineingestopft. Sonics führen mit 3. Foulspiel in diesem Fall von Michael Jordan. Kurz danach noch einmal die Chance für die Chicago Bulls auszugleichen. Nach einem Freiwurf, die Sonics führen nur noch mit 2 Punkten, 94-92. Und jetzt will natürlich Jordan punkten und er verliert den Ball. Steal von Gary Payton. Das erinnert irgendwie an die Playoffs Chicago gegen Orlando. Spiel Nummer 6, als Jordan auch da kurz vor Schluss den Ball verliert und Hardaway die entscheidenden Punkte macht. Und was für ein Steal das ist von Gary Payton. Ohne Foul. Jordan einfach den Ball abgeluchst. Das gibt Freiwürfe für Sam Perkins, nachdem er da taktisch gefoult wurde. Und das ist die Entscheidung in diesem Spiel. Zur Überraschung der Fans und aufgrund einer unglaublich starken zweiten Halbzeit gewinnen die Seattle Supersonics am Ende dann mit 97-92. Da gibt es noch einige Freiwürfe am Ende. Die schenken wir uns in einer tollen Partie. Die Sonics schlagen die Bulls. Starter präsentierte die